Hi, ich bin's, der Typ aus dem Schnitt. Ich muss was erklären. Eigentlich sollte jetzt was kommen wegen Tantchen Ethel. Es gab aber Probleme mit der Aufnahme, deswegen will ich mich kurz fassen. Wir sind auf dem Weg zu Tantchen Ethel gewesen. Tantchen Ethel ist böse. Mein Charakter hat ein Auge verloren. Ich habe jetzt ein cooles neues Auge. Bin ein bisschen blind. Wir haben Tantchen Ethel fertig gemacht und das war's eigentlich auch schon. Also es ist nicht viel passiert. Es ist bloß mal eine kleine Kurzzusammenfassung, aber keine Sorge, das was jetzt kommt, das ist schon ein bisschen wichtiger. Das andere war mehr so, also viel Spaß, ne? Und so. Trotzdem noch Spaß bei Baldur's Gate 3. Was war bei Baldur's Gate 3? Was denn? Nur, ach nichts, ich komme aus dem Pausemenü raus und sehe dich in T-Pose. Kein Geld werfen. Also bin ich jetzt. Warte mal, ja, guck mal. Diese Animation davon! Wie viel Geld hast du? 539 nur. Verdammter Scheiße, nimm mein Geld und verpiss dich! Da ist ein Eichhorn! Leute, das Eichhörnchen hat mich attackiert. Nein! Oh, es lebt noch. Hölzel. Das Eichhörnchen heißt, by the way, Hölzel. Hölzel lebt gar nicht mehr, Hölzel ist tot. Aber Hölzel sitzt doch da drüben. Nein, Hölzel liegt platt. Warst du Hölzel getötet? Er war mein bester Freund. Ich war das gar nicht. Aber für 135 Goldmünzen kann ich ihn wiederbeleben. Du hast ihn aber auch gut auf dem Stapel gehittet, Alter. Holla, die Waldfee. Ja, ne? Also, meine Wurf. Junge, jetzt willst du das Eichhörnchen wieder. Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Bestimmt, wenn ich du mehr. Aber ich kann. Für 135 Gold kann ich ihn wiederholen. Ja. Vor allen Dingen, Johnny, warum bist du so scharf auf die Elfen hier, Digga? Wir sind noch in einem Gespräch, Schleswig. Uno Momentito. Ich bin Slange. Meine Gnade hat ihre Grenzen. Danke, Karga. Meister Halsin, halt die Klappe, du. Ist mir ja, ich hab eine Schlange. Hiss, hiss. Hiss, hiss. Ist es hurra. Kann ich mit der Schlange reden? Könntest du es versuchen? Lesi, was ist bei dir gerade los? Wo bist du jetzt unterwegs? Hilfe. So, jetzt mal ganz kurz, bitte. Schlesi, du wolltest was von mir? Ich habe die Handschuhe des Geschossfangs reingepackt, was ich mal denke, was als Magier ganz gut ist. Okay. Raphael? Raphael! Ich war gerade komplett verblüfft. Ich wollte eigentlich gerade nur runter zu euch rennen. Ich merk schon, hier läuft gerade so eine Side-Story ab. Weißt du, so die Hauptstory läuft und dann hat unser Nebencharakter so seinen eigenen kleinen Arc gerade. Zu Nebencharakter, Alter, ich hab jetzt mal Gold in der Tasche, ich bin der Hauptcharakter. Du bist kein Hauptcharakter, du klaust uns die ganze Zeit das Gold und du bist nicht beteiligt an dem, was wir eigentlich zusammen machen wollen. Als Team. Was heißt hier Team? Vor allen Dingen teambildende Maßnahmen. Ja, Team, toller, ein anderer macht's. Dieser drollige kleine Ort ist viel zu abgelegen für meinen Geschmack. Oh, der klärt dich gerade. Ich gehe eher von wenigerem aus. Der gönnt sich heute ein bisschen Schlesius. Huch! Von Rebus. Ich hab Erfahrungen gemacht. Aua, ich wurde gerade so ein bisschen geblitzt, Dings, von meinem eigenen Bildschirm. Okay, toll, super, es lädt nichts. Da, viel weniger abgelegen. Oh, die Wände sind da. Nettes Dekor. Oh, lol. Hui! Hat der da ein Bild von sich selbst an der Wand? Ja. Nee, würde ich nie alles machen. Bin ich. Go on, partake. Enjoy. Ich habe das Gefühl, dass Raphael so ein bisschen der Teufel ist, so von wegen, ja, schlemmt ruhig, sündigt, macht das Beste draus, tretet Kinder, irgendwas in der Richtung, machen was. Imagine, wenn du recht hättest mit deiner Vermutung. Ich will das Letzte. Können wir das Letzte machen? Ja, ihn ignorieren und einen Teller beladen. Ja, einen Teller beladen, komm, Digga. Du hast dir gesagt, hier was frei zu essen, die gönn mir. Oh, imagine, das ist der Teufel. Was? Das ist ja krass. Bruder? Das ist doch mein Stiefonkel dritten Grades. Warum gibt's keine Ausweise von wegen ignorieren, weiter essen? Ja, stell dir mal vor, weißt du, er quatscht so, ja, ich bin der Teufel, ha, wie geht's dir? Und schließe einfach so. Ich hab das gar nicht verstanden, aber ich hab die Donuts gefunden. Bitte hier fettes Schlesi-PNG einfügen. Was ist denn ein fettes Schlesi-PNG? Jetzt konnte ich mir nichts in die Taschen packen. Hast du dir wenigstens was zu essen mitgenommen? Ich hab ein Piss, ja, konnte ich ja nicht. No, ist der Vogel süß. Ich kann mal mit dem Wolf reden. Hey, Silber. Wo seid ihr?
Ich bin hier hinten am Strand irgendwie. ich hab hier eine Quest bekommen. Soll ich auf euch warten? Oder? Ja, bitte. Huch, Schlesi? Goblins? Ja, was denn? Ich glaube, wir müssen ein Goblin-Dorf ausrotten. Let's go. Wieso? Bitchfight! Bitchfight! Johnny, warte. Du musst schlichten. Zusehen. Bin dabei. Bin dabei. Vibe? Du bist gestört. Johnny, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du schlichtest den Streit oder hier wird es ein Blutbad geben. Sie hat ja mal gar keinen Arsch. Wow. Wie sexistisch bist du denn? Entschuldigung. Alter, dieser männliche Echsenbub. Guck ihn dir an. Ich sag nichts zu. Ja gut, die Mehrzeit sagt... Mehrzeit, Mehrzeit. Die Mehrzeit? Ich brauche mehr Zeit, um zu überleben. Mehrzeit. Bitte schlecht euch morgen ab. Ich bin müde. Ich bin kacke in Charisma, okay? Schön, dass du in meinem Run der Beste im Charisma warst. Ich meine, ich würde diese Situation mehr antören, wenn die keine Klamotten anhätten. Pass auf, ich will nichts sagen. Ganz kurz, ich will nichts sagen, aber die Grüne hier, deren Sprecherrolle sieht fast genauso aus wie sie. Also jetzt nicht mit der eingedrückten Nase, dass sie grün ist, aber... Ich wollte gerade sagen, so wie eine Fledermaus oder was? Batman. Shit, Fledermausmann einfach. Nee, aber auch sehr schmales Gesicht, langes Haar, so ein Dreh, ne? Also gerade ihr Gender ist um 10.000 Euro. Ich geh zur Olympiade, ich sag's. Oh, Dreck! Ah, ich hab's wieder gerissen hier. Aua. Da war ein Pfeil drin, kann ich bitte den Pfeil haben? Okay, Leute. Lass uns einen Schlachtplan ausdenken. Erstmal Buffy Schlesi, weil der sowieso wahrscheinlich aufs Maul geht. Ich würde sagen, dass wir speichern. Auf jeden Fall. Bait is Hack? Oh, ist das toll. Ist das toll, seitdem ich durchgelesen habe. F5 drücken und du hast speicherst automatisch. Ne, speicherst. Echt? Das wusste ich jetzt noch nicht. F5. Kannst du auch in Dialogen machen. So, Leute. Muss ich mir nur merken. Ihr habt jetzt alle bardische Inspiration drin? Yes. Kann ich damit bei der Olympiade gewinnen? Ich gehe vor. Zu spät, nein. Ich bin Erster. Ich finde das so... Hey, Hela, was macht ihr da? Bescheiden. Als das Symbol aufleuchtet, durchströmt die Macht. Autorität. Einschüchtern, täuschen, Heimlichkeit, Gedanken wahrnehmen. Ihn angreifen. Ach nee, das ist wieder Weisheit. Egal, ich bin für Gedanken wahrnehmen. Ich meine, wir müssen grundsätzlich das ganze Dorf ausrotten, also... Hey, vielleicht finden wir auch... Du weißt, ne? Lösung. Okay, Goblins sind wie Gnome dumm. Okay, also täuschen. Ich suche nur was zu trinken. Wo hab ich denn mein Wolwig-Wasser mit? Wo ist denn das nochmal? Einfach die Net 20s gehen hier über den Tisch. Na schön. Ich finde, der hat so ein bisschen Kotz... Was? Kotzstink? Ganz kurz, ich hab einen Plan, passt mal auf. Nein. Oh, ist... Du bist ein Vollidiot. Oh, ist der süß. Jetzt nicht mehr, tot. Okay, gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann wird er auf jeden Fall nicht mehr nerven. Gut, weiter geht's, Leute. Mir gefällt dein Enthusiasmus. Dass das niemanden aufgefallen ist. Also, hallo, sind das Kinder? Sind das Kinder? Warte mal. Ihr seid so hässlich, da hab ich ja die Wortmilch sauer. Wen nennst du hier hässlich? Ich trag sogar eine Maske, du Spacko. Oh, Alter, ich werf das Kind gleich. Okay, hier wird's gefährlich. Da ist Bau-Eck-Mück. Was ist passiert? Hallo, was ist passiert? Schlesi? Erläuterung? Alles gut. Schlesi? Nein, Johnny, nein. Johnny, stopp, Johnny! Werfen! Johnny, deine Sympathie... Okay. Oh, gut, herzlichen Dank, toll, gute Arbeit. Toll, wir müssen das so machen wie bei der anderen Tusse. Wir müssen so schnell umbringen, wie es geht. Okay. Oh, Schriftrolle, schmieren. Ja, da lebt noch einer. Warte, Johnny, mal. Hast du Schriftrolle zum Schmieren? Ja, warte kurz, ich hab kurz... Leute, da kapituliert einer. Ja, wartet mal. Nicht jetzt! Werft die doch nicht nach hinten, wo die anderen sind. Du hast einen Streit vom Zaun gebrochen. Die Konsequenzen sind nicht überraschend. Der ist tot. Er hat das Genick gebrochen. Oh nein. Oh Gott. Ja, weißt du? Ja, werf die nicht da hinten hin. Weißt du, aber tritt sie mit dem Schädel ein. Du bist ja einer. Ja, was soll ich jetzt machen? Mach das, was ich mache. Wollen wir den für immer schwächens gelebt da rumrennen lassen, oder was?
Lass den kleinen Timmy, zu Weihnachten kriegt er einen Braten. Wenn der Onkel Scrooge wieder da ist, Digga, dann geht das. Okay. Okay, ich geh auf die Leiter. Eine Minute, 37 Sekunden später. Leute! Das Horn erklingt. Das Horn. Wo sind sie? Da hinten. Wo? Oh, perfekt, die räumen von hinten auf. Yeah, baby! Let's get ready to rumble! Los, Walzer! Walzer! Ich hatte das... Los, Kleinstein, setz Walzer ein! Kann das Licht ein- und ausmachen? Warum? Weil Johnny! Lass das Licht an, weil dann machst du Flächenschaden wegen der Flammenaura. Okay, ganz kurz mal out of context. Ganz kurz. Hm. Wir sind nicht im Aufnahmeraum, ne? Stimmt. Ist nicht schlimm, alles gut. Ja gut, aber wenn hier jetzt Leute reinjoinen und dann dazwischen random brabbeln... Zum Beispiel Merlin, hallo Merlin. Ich wollte es gerade sagen, kann man wieder geben, ich würde uns einmal fix hochmoven, wenn das kein Ding ist. Ja, ist besser. Ja. Na klar, klar. Merlin. Das ist jetzt alles in der Aufnahme. Ich hoffe, so eine Aufnahme ist, Alter. So ein seichtes Hello. Bockwurst! Ich glaube. Hast du gerade versucht, den Ball zu heilen? Warum nicht? Ich muss sowieso mal noch aussetzen. So, du kannst den Ball nicht heilen. Ey, ich bin für meine, was auch immer du bist, da, okay? Bruder Ball. Digga, ist mir egal, ob Mann, ob Frau, ob groß, ob klein, ob Druide oder Tiefling, ob Feuerball oder Ork. Das sind alles meine Brüder, alles meine Homies, okay? Seht auch die Kinderleiche in meinem Inventar. Oh mein Gott, Alter, sag doch sowas jetzt nicht! 20 Minuten später. So, warte mal, ich muss mit den Jungs erstmal reden. Das war's dann wohl. Lass das Gold sehen. Ja. Du hast da so... Täuschen, ich bin noch nicht ver... Oh, oh. Jungs, das könnte gleich richtig kritisch für uns werden. Bereit? Warte, ich sehe nur nix. Weiß ich nicht, was musst du würfeln? Eine 20. Schaffst du, easy. Ich muss mindestens 16 haben. Komm schon. Ich geschlagen. Nein! Eine 12! Nein! Nicht auf Maul. Ich hab dir gesagt in der letzten Folge, dass es ein bisschen kacke ist mit dem, bin ich. Erneut würfeln, komm schon, lass die Inspiration kicken. Okay. Wenn nicht, dann bist du ein bisschen gefickt zwischen zwei Dicken, ne? Lieber Herr im Himmel, bitte gib mir das Glück, was ich brauche. Oh! Ja, Mann. Ja! Der Herr im Himmel liebt mich. Wirklich. Ein riskanter Handel, aber einer, den ich annehmen muss. Danke, Lump. Bitte nicht töten, danke. Bitte setz dich nicht auf mich drauf. Wir haben mit diesen... Ogern mehr Glück als alles andere. Leute, wollt ihr mal Goblin-Dichtkunst hören? Ich kannte mal einen Hexer, voll wichtig. Der meint, ich red nicht richtig. So klappt doch mein Zauber, sprich vornehm und sauber. Dazu trümmerte ich ihm das Gesicht. Digga, was? Alter! Zweiter Vers. Was denn das hier, Jungs? Ha, Gedichtbuch, sagt er. Eher Klopapier, oder? Nummer 3. Gedichte lösen doch Gefühl aus und so, oder? Naja, ich hab mal von einem Oger geträumt, ja? Der war riesig, ist voll auf mich zugerannt und ich hab ihm kräftig in die Eier getreten. Bin dann grinsend aufgewacht. Ist das ein Gedicht oder nicht? Ich sag euch, Goblin, DLC-Rasse, sofort. Ich nehme das mit, das ist zu gut, Alter. Kein Streit. Okay. Wir sind eine Gemeinschaft. Digga, Alter, guck dir den Druiden, Alter. Was willst du, Was wollt ihr? nein, kein Feuerball. Stopp. Pause. Ja. Oh, Battle of the... Yo! Dieses Bild! Duel of the Fates, Alter. Nur einer kann siegen, wenn du machst. Du stehst für das Leben, doch ich stehe für den Tod. Oh, warte, haltet fest, Alter, das ist ein richtig cooles Bild. F12? Digga, das ist cool. Ich werde dich auslöschen. Alter, was seid ihr denn für welche? Ihr seid ja mega cool drauf.
Digga, wir werden dich. Ich werde dich heute nicht. Mann, siehst du nicht, die Natur ist auf meiner Seite. Oh, Herr der Elemente, Mann. Oh, warte. Johnny. Johnny, nein. Yo. Digga, das ist wie Naruto gegen Sasuke. Ja, Mann. Zerstörtes Heiligtum. Oi. Was ist da draußen los, verdammt? Ja, Digga, ich habe eure gesamte Belegschaft ausgerottet. Ja, bei dem Anblick regt sich was in dir. Bisschen besoffen. Toilette. Ja, ja, komm, Digga. Bisschen besoffen, Toilette. Ja, easy. 3, 2, 25. Passt. Draußen, verdammter Pisspot. Sag den anderen, sie sollen mich zusammenreißen. Wir haben hier Arbeit zu erledigen. Dieser Bereich ist gesperrt. Vielleicht kannst du diese Wachen von was anderem überzeugen. Lass uns erstmal sachte reingehen. Wir gucken mal, was... Ganz kurz. Einschüchtern. Lasst mich zufrieden nun, oder? Überzeugen. Leute, wir brauchen ihre Zeit doch nicht mit Diskussion zu verschwenden. Wer, warum, wo sein darf. Okay, 1 und 3. Schlesi, was willst du? Obwohl, ich finde das... Sieh einer, meine Karte ist falsch rum. Ach Mensch, oh, ist das... Pracht des Adlers, die Kreatur bei Würfen auf Charisma im Vorteil. What the fuck? Mein... Es hat funktioniert? Denke ich? Your words are enough. Should you attempt- Wir müssen die abklatschen, sonst komme ich nicht durch. Leute, bereit von 2? Ich find's toll, wie der Vaag genau dieselben Geräusche macht wie Odogaron. Wollte ich auch gerade sagen, holy shit. Als ob es da so ein Sample gibt für die alle, weißt? Ja, gibt's wirklich. Also eine Zweihand-Axt. Ich weiß noch, ich habe ja als kleiner Junge gerne Dinosaurier-Dokus geguckt. Mache ich immer noch. Aber es gibt so manche Töne, die werden einfach für jede Dino-Doku benutzt. Immer wieder und immer wieder. Ist dieser Bade, den wir draußen gerettet haben. Hallo, Mr. Bade. Wann haben wir jemanden gerettet, verdammte Axt, noch eins? Der war draußen, ich hab doch gesagt, was macht Volo? Ach, Volo! Ich höre es mir gerade gemütlich machen und meine neuesten Erkenntnisse durchgehen. Der Gedankenschild der Kultisten und natürlich eure geschätzte Gesellschaft. Okay, wie bist du in mein Lager gekommen? Raus. Ja. Dinge zu finden ist meine Aufgabe. Wenn es etwas Wissenswertes in der Welt gibt, weiß ich es. Ach, du bist Google. Nun, ich bin praktisch Experte. Sie haben Tentakel, wisst ihr? Ziemlich abstoßend. Tetroide Halsin hat eine Art Gedankenschinder in einem Glas in seinem Quartier. Ein Replikat, ohne Zweifel, aber äußerst faszinierend aus der Nähe. Ich mag seine Fingerbewegung beim Reden. Ich hab selbst Gehirn gekämpft. Hier, an der Schwertküste? Unmöglich. Ich hab nicht sogar einen getroffen, ich hab sogar einen getötet. Das kann nicht sein. Ich wurde von Gedankenschindern gefangen, ich hab Glück noch am Leben zu sein. Ihr seid verrückt. Aber sagt mir, habt ihr seit dieser Begegnung bleibende psionische Schäden gehabt? Maybe. Also psionisch nicht, aber geistig. Ja, habe ich. Und der Gedankenschinder hat mich mit meinen Parasiten infiziert. Das Gefühl, das ist so ein richtig dämliches Gespräch, wie so ein Psychopath sich mit normalen Menschen unterhalten würde. Erstaunlich. Eliten, ihre offizielle Bezeichnung. Blenden ein Schwarmdenken. Ihr düsteres Flüstern kann man nicht hören. Außer es sei denn, man ist mit einem Parasiten infiziert. Das ist unmöglich. Dann hätte längst die Ceremophose. Wenn das, was ihr sagt, stimmen würde, wärt ihr längst ein Gedankenschinder. Ihr von einem Gedankenschinder infiziert. Das ist lächerlich. Du Hurensohn. Nicht wahr? Bro, nein. Ja, ja, krabbel mich an. Das wäre das Beste. Es wäre unverantwortlich, so einer seltsamen Behauptung nicht nachzugehen. Oh ja, fass mir mein Rektum. Oh nein. Los, untersuch mich. Mein Schwanz klippt durch den Boden. Hilfe, aua. Wie machen die das? Wie legen sich Drachen hin mit so einem langen Schwanz? Also... Wenn ich in eure Augen blicke, könnt ich schnell... Oh, bei den... Göttern. Was? Bin ich so hässlich? Lass das Geschrei, könnt ihr helfen? Ja, ist so. Hilf mal. Ich denke, ja, wahrscheinlich schon. Ich muss mir natürlich erst die Details ansehen. Gebt mir etwas Zeit, dann habe ich eine Lösung für dieses Problemchen. Ja, oh, Mensch, also, schön. Okay, es wäre schön, wenn ich demnächst dann trotzdem mit dem weiterquatschen würde, weil ich glaube, der hat das. Ich glaube, ich... Schlesi klärt sich wieder Schattenherz. Mal, ich hab für ein bisschen romantische Beleuchtung bei denen gesorgt. Danke. Soll ich mal für romantische Beleuchtung sorgen? Also, ist ja... Wenn du jetzt einen Fireball hinwirfst, Alter. Leute, nein, kein Streit, hört auf, stopp, Katze. Hä? Hä? Weißt du, das... Okay, ja, Katze. Aufgeschrieben, ja. Nice. Fucking Rabe. So, Jungs, dabei... Die Dode, Farbe in die Fresse.
Oh. Weg. 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 Die Katze. Bist du, bist nein! 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 Oh Gott! Was haben wir gemacht? Okay, warte. Ich kann mit Toten reden. Nein. Ich kann mit Toten reden. Felix, geht's dir gut? Warte, ich versuche ihn zu kommunizieren. Humba. Humba. Felix, du hast deine Beine gebrochen. Rede. Haben wir keine Humba. Hörst du mich noch? Felix, hörst du mich noch? Habt ihr keine Wiederbelebungsrollen? Warte, ich habe also, unser letzter Speicherpunkt ist Ewigkeit zurück. Könnt ihr ihm einfach hochhelfen, bitte? Zur Not können wir den alten Sack tragen. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn diese Vollidioten hier mit mir zusammen alles ausrotten, was mir in die Quere kommt. Let's go! Oh Gott. Oh, ich renn da lieber schnell weg, bevor ich sterbe.